Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die absolut gar nicht amused ist. Aber wer kann es ihr verübeln? Sie ist eine obdachlose Teenagerin, die schwanger ist, obwohl man es ihr noch nicht ansieht. Aber am Ende des letzten Parts haben wir erfahren, dass sie Prego ist. Was natürlich schwierig ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das jetzt hier weitergehen soll, wenn ich ehrlich bin. Also ich wusste, dass das hier Drama geben wird, aber so viel Drama war mir dann auch nicht bewusst. Es ist schwierig, sage ich. Ich hoffe, dass wir irgendwie sehr schnell jetzt irgendwie noch an Geld kommen, damit die Gute ja dann wenigstens das Kind nicht ohne ein Dach über dem Kopf auf die Welt bringen muss. Weil das stelle ich mir sehr stressig vor. Was zum Fick? Das Spiel hat sich einfach geschlossen. Immerhin ist noch nicht viel passiert. Sie fühlt sich zu schlecht, um sich um ihre Pflanzen zu kümmern. Aber wir brauchen das Cash. Das wird jetzt schwierig, sich gut genug fühlen zu lassen. Eine weitere Müllpflanze. Immerhin. Ja gut, dann weiß ich nicht genau, was wir anderes tun sollen, außer im Müll zu wühlen. Auch wenn es nicht schön ist. Sie ist mittlerweile schon ein Profi. Sie hat schon wieder ein Blaffy bekommen. Eine Postkarte, schon wieder aus Sunset Valley, aber schade. Ich meine, es ist immerhin Geld. So, weg, 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 weg. Kann sie jetzt nochmal duschen, super. Ich meine, Jeremy weiß es jetzt ja auch noch gar nicht. Es weiß ja actually noch niemand. Deswegen, also das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig jetzt. Wir haben schon wieder zwei Blaffys, wow. Noch knapp 2000 Simoleons. Kann sie auch nicht singen. Und joggen kann sie auch nicht. Nichts kann sie machen. Ich dachte, vielleicht bringt das vielleicht was. Not ready for this. Ja, same girl. Nichts ist stark genug, um das zu überschreiben. Sie kann angeln. Besser als nichts, I guess. Okay, weil sie es nicht mag, hört sie immer auf damit. Ach man, sie kann literally nichts tun, ne? Jeremy ruft an. Eine Verabredung möchte er. Also, I mean, yes. Das ist auch in Windenburg, oder? Yo, da müssen wir sogar noch nicht mal Geld zahlen. Toll. Hi, boy. Sie kann ja mal ein Ständchen bringen. Sie fühlt sich jetzt... Okay, sie fühlt sich doch nicht besser. Ask if Jeremy wants children. I don't think I want kids at the moment. Oh, das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Ich meine, sie könnte auch immer noch halt abtreiben, aber ich glaube nicht, dass sie das tun würde. Ich sag ihm erstmal, dass sie überhaupt schwanger sind. Okay, sie umarmen sich. Aber... Announce unwanted pregnancy, please. Weil ich glaube nicht, dass er das so toll findet. Oh, er hasst es auch. Ja, I mean, yes. Ich sehe das sehr. Die haben jetzt auch Minus bekommen dadurch. Aber sie fühlt sich gut, dass sie beide das Kind nicht wollen. Hä? Aber sie hassen sich jetzt auch nicht deswegen, ne? Er hat jetzt zwar gar keinen Bock auf das Kind, aber er stößt sie jetzt nicht komplett ab. Ich meine, wir müssen ihm ja auch sagen, dass er der Vater ist, weil sie hatte ja mit keinem anderen was, der sie hätte schwängern können. Er so, WTF, warum? Wahrscheinlich denkt er sich so, bist du sicher? Ja, fällt er halt nicht so geil, ne? Aber er möchte trotzdem romantisch mit uns sein. Er hat uns gerade einen Kuss zugeworfen. Aber sie fand es jetzt nicht geil. Es ist schwierig gerade, ne? Er ist böse, ja. Oh mein Gott. Aber flirten will er dann trotzdem wieder? Also es ist schwierig. Alle Getränke zum halben Preis. Aber naja, sie sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt Alkohol trinken. Hier alkoholfrei. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Dann trink wenigstens dein Getränk. Oh, klaut die mein Trinken? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Jetzt geht die und das ist weg. Toll. Oh Mann. Aber er ist verknallt in uns. Wir schwärmen nur, aber er ist richtig verknallt. Das ist neu. Oh mein Gott. Er möchte trotzdem nicht mehr angerufen werden. Oh mein Gott, jetzt hat sie wieder Angst, verurteilt zu werden. Oh mein Gott! Die hassen sich jetzt wieder. Ich kann nicht mehr. Und die haben kein Gefühl darüber bekommen. Ja, geh lieber. Run, Girl. Run. Sie ist echt nicht amused. Ich meine, wie gesagt, ich kann es absolut verstehen. Vielleicht kann sie sich ja was zu essen bestellen. Manchmal braucht man das einfach. Besser als Müsli und so. Und dann streichel deine Kuhpflanze mal. Bertha wird sie auf jeden Fall nicht abstoßen, würde ich sagen. Das ist ja einfach die Mutter von Jeremy. Aber das ist eine extra Variante von ihr. Okay. Ich hinterfrag nichts mehr. Dann ess mal deinen Salat. Dieses Spiel ist einfach... ich kann nicht mehr. Sie denkt hier an Kinderzimmer einrichten. I'm sorry to break it to you, aber
Kinderzimmer ist ein bisschen hoch gestochen. Warum schneit es jetzt wieder? Nee. Sie ist so fertig mit allem. Ich meine, ich kann es echt nachvollziehen. Dann soll sie einfach mal schlafen gehen. Hey, sie fühlt sich inspiriert. Kann es nicht erwarten, Mutter zu sein. Okay, das ist mir neu. Aber ich beschwere mich nicht. Danke. Offiziell über 8000. Sie möchte mit Luna reden. Also ich meine, das können wir natürlich tun, aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber wenigstens macht ihr das Gärtnern Spaß. Also wenn sie sich gerade auch so gut fühlt, müssen wir eigentlich gleich los und sie mal ein bisschen singen lassen. Weil ich meine, sie möchte ja auch, dass ihr Baby nicht in einem Zelt geboren wird, ne? Oder zumindest nicht lange darin leben muss. Ich glaube aber einfach nicht, dass sie es abtreiben würde. Okay, my girl. Dann sing mal. In der Eingangstür. Toll. Aber sie wird immer besser und das ist so süß. Ich meine, gleich kann sie ja dann auch nochmal hier was essen. Sie ist ja hier wahrscheinlich auch schon ein bisschen bekannt. Ich meine, sie ist ja generell Newcomer jetzt. Yay, danke. Mittlerweile ist das Angespannte in traurig umgeschwungen. Man sieht es auch ganz bisschen. Aber weil sie so schlank ist, fällt es noch immer nicht so ganz auf, gerade in dem Oberteil. Was natürlich gut ist, wenn das erstmal nicht so direkt an die Öffentlichkeit kommt, sag ich mal. Oh, sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Und sie ist eine Emotionsbombe. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Immerhin wurde ihr Schokobrötchen nicht geklaut. Da vorne ist auch ein Star. Brittany Rose. Okay, sie hat sich anscheinend einen Mann oder so gekrallt. Carson Rose. Zwei Kinder. Wow. Oh, sie ist traurig jetzt. Ach Mann. Clemens, kannst du ein bisschen was abdrücken? Frag für einen Freund. Ich meine, Brittany auch. Hier sind wir noch auf irgendwelchen Paparazzi-Fotos mit drauf. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Für unsere Berühmtheit. Okay, Nancy, krasses Outfit. Jetzt fallen hier schon Leute in Ohnmacht wieder. Schlimm, schlimm. Aber die geben mir alle sehr gutes Cash. Und wir erreichen jetzt gleich auch Level 9. Sie kann jetzt am Briefkasten Songtexte lizenzieren, die sie geschrieben hat. Interessant. Ich meine, jetzt gerade ist das noch kein Ding, was sie so macht, aber vielleicht ist das ja auf lange Sicht etwas. Sie hat in kurzer Zeit so viel gelernt, sage ich mal. Also ich bin schon stolz auf sie. Ich glaube, die wird das auch rocken, auch wenn noch Schwierigkeiten auf sie zukommen. Aber ist trotzdem eine Powerfrau. Emotionaler Ausbruch. Sehe ich, fühle ich auch. Ist einfach sehr relatable. Ja, noch kann sie das ja machen hier mit dem Singen, ne? Ich meine, im nächsten Trimester, ich glaube, dann kann sie es nicht mehr gut genug verstecken. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Wenn man weiß, dass sie eine Teenie-Mom ist. 18 Simoleons. So, jetzt fühlt sie sich wieder zu unwohl. Ich glaube, sie geht jetzt auch einfach. Guckt sie euch an! Och Mann, die arme Maus. Vielleicht fragt sie gleich Luna auch einfach mal, ob sie vorbeikommt, weil sie möchte ja mit ihr reden. Und ich glaube, sie möchte es ihr auch einfach sagen. Auch wenn sie jetzt Streit hatten und so. Aber vielleicht hilft das ja für die Beziehung. Ich meine, klar ist so eine Information krass. Aber immerhin zeigt es, dass sie ehrlich mit ihr ist. Hm? Mal gucken, ob sie vorbeikommen möchte. Ja, sie kommt. Dann schnabulier mal kurz einen Joghurt. Sie ist traurig. Erstmal entschuldigen wir uns bei ihr. Oh, die geben sich Küsschen. Also sie reden auf jeden Fall. Jetzt ist sie kokett. Sie mag romantische Sims. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt würde ich das vielleicht einfach mal in den Raum werfen. Und sie denkt sich so, oh mein Gott. Als ob du schwanger bist, WTF. Und dann kommt auch direkt wieder ihre Angst raus. Von wegen, bin ich gut genug, ne? Ey, das ist so... Ja, über unfaires Leben jammern, das sehe ich auch. Aber Luna ist jetzt gerade für sie da. Dann können wir unsere Bewunderung ausdrücken. Ich meine, vielleicht hat Luna das auch nicht so gemeint. Ich wollte sie jetzt ja nicht so als Bad Guy darstellen, aber... Es ist interessant. Vielleicht ist das hier auch gerade so ein Dreieckskonstrukt. Weil ich meine, Amaya mag definitiv beide. Und ich meine, wenn Jeremy das Gefühl hat, dass er wirklich verknallt in sie ist... Das heißt ja auch was. Andererseits ist Luna natürlich jetzt für sie da. Share worries about pregnancy ist auf jeden Fall eine Sache. Ich denke, dass sie jetzt erstmal darüber reden möchte, weil sie bisher ja gar nicht die Chance hatte, mit irgendwem zu reden. Sie schwärmt auf jeden Fall auch wieder für uns. Sophia ist auch da. Süß aber. Ich meine, sie kann ja trotzdem hier dann darüber reden. Vielleicht offenbart sie es dann in demselben Augenblick auch. In demselben Augenblick auch Sophia. Dann fragen wir Luna vielleicht einfach mal, ob sie mit uns in so einen Kurs geht, sag ich mal, für Unwanted Pregnancy. Also, dass sie da halt auch geklärt wird. Oh, Luna kommt mit. Sie fand es aber nicht wirklich hilfreich. Das ist natürlich sehr schade.
Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, dass das jetzt mal, also dass sie da hingegangen ist. Ich denke, dass sie jetzt sowieso noch ein paar Kurse besuchen wird. Einfach, um halt dem Baby das bestmögliche Leben zu geben, was sie kann. Auch wenn sie nicht viel bieten kann letztendlich. Hier hinten liegen noch 25 Simoleons. Sehr schön. Immerhin. Ich meine, sie kann ja letztendlich auch alleine dahin gehen. Das kostet aber eigentlich auch Geld. Oh. Oh mein Gott, was, wenn Luna das letztendlich bezahlt hat? Ich meine, sie kommt aus einer reichen Familie, also. Sie hat schon wieder einen emotionalen Ausbruch. Ich meine, auch eine Abtreibung kostet halt 500 Simoleons, ne? Das ist halt immens viel Geld für sie. Deswegen, ich glaube, allein deswegen, aus finanziellen Gründen, würde sie es gar nicht so wirklich machen. Ach, ist das alles schwierig. Entschuldigung, warum geht das hier alles zurück? Das finde ich nicht in Ordnung. No going back. Also, hey, dafür, dass sie im dritten Trimester ist, ist der Bauch gar nicht so groß. Das liegt natürlich auch daran, dass sie sehr schlank und fit ist. Vermutlich. Aber dafür geht's noch, aber das ist trotzdem natürlich zu viel, als dass sie jetzt so in die Öffentlichkeit gehen könnte. Ich glaube, ihr tut es gut, wenn sie jetzt erstmal ihre Beinbehaarung rasieren würde. Weil auch als schwangere Frau und werdende Mutter kann sie natürlich auf sich achten. Ruft Sophia uns an und sagt, cool, dass du mit Luna wieder besser dich verstehst. Aber wir bestellen uns auch was zu essen, damit das Kind auch vernünftige Nährwerte zu sich nimmt. Es ist wichtig. Sie ist super wütend. Yeah, 4 Wundermünzen hat sie bekommen. Hallo, du sollst was Vernünftiges essen. Warten Sie kurz. Ich glaube, da ist auch jemand Prego. Oh Mann. Aber das ist ja nicht die echte. Die echte haben wir ja hier in unserem Panel. Und die ist nicht schwanger. Okay, ich dachte gerade, weil hier waren so viele Sachen und ich bin das nicht gewöhnt. Oh Gott, das wäre es jetzt gewesen. Nein, du darfst nicht mit ihr reden. Ess einfach, was hier in der Tüte ist. Ein Sandwich. Das wird schon ganz gut tun, glaube ich. Ich darf nicht mit dir reden, Girl. Und wenn, würde ich sowieso eher mit der echten Cherry reden und nicht mit dieser Kopie. Emotionaler Ausbruch. Ich dachte gerade, warum ist da ein Feuersymbol? Oh mein Gott. Sie entspannt erstmal im Zelt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, man sieht es schon ein bisschen, ne? Also, ja, nee. Sie sollte nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Oh, Luna ruft an. Sie lädt sie ein. Wir waren noch nie bei ihr zu Hause, ne? Guck, vielleicht war es gut, dass wir ehrlich mit ihr waren. Sie macht sich Sorgen. Oh, sie hat sich beim Rasieren geschnitten. Naja, wenn dieser Bauch da ist, ist das ein bisschen blöd. Sie hat Rückenschmerzen. Oh, die Arme, ey. Ich meine, wir können sie auch mal bitten, das Baby zu fühlen. Ich denke, das ist dann so eine Sache, die man tun würde. Ich meine, sie waren jetzt ja nicht mehr romantisch miteinander. Vielleicht funktionieren die als Freunde auch einfach besser. Vielleicht ist das ja auch so ein Ding. Ja, immerhin. Oh, dass es eine unbehagliche Begegnung ist, sehe ich auf jeden Fall dabei auch. Aber ja, man sieht, dass sie ein bisschen reicher sind, ne? Hallo? Sophia findet, dass es schwierig ist, dass wir uns mit Leuten nicht verstehen. Entschuldigung, aber du kennst unsere Story. Okay, hier ist Max, die kennen wir ja schon. Also ist es keiner zu Hause oder was? Hier ist noch ein Kleinkind, ein Säugling. Aber das war's. Ist die Frage, lebt ihr Vater noch? Ich weiß gar nicht, wer genau noch Teil ist von der Familie. Ist das nicht dieser eine alte Mann? Was, wenn der gestorben ist schon? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Können wir vielleicht gleich einmal gucken, wenn wir mal in Welten verwalten sind. Beziehungsweise reisen oder so. Dann können wir mal schauen, wer hier so dazugehört. Da ist noch jemand. Hugo. Okay. Also vielleicht übersehe ich auch was. Aber vielleicht... Vielleicht ist sie deswegen auch traurig gewesen, weil ihr Dad gestorben ist. Vielleicht war der ja krank oder so und wir wussten davon nichts und deswegen war sie zwischendurch so komisch. Oh mein Gott. Das würde natürlich auch einiges erklären. Das wäre natürlich krass. Aber hier dürfen wir natürlich mit allen reden, weil die Teenager da jünger sind. Und vielleicht möchte sie Amaya deswegen auch unterstützen, weil sie genau weiß, wie doof es ist, wenn man sich selbst um so ein kleines Kind kümmern muss, weil sie sich um ihr Geschwisterkind kümmern muss. Mein Akku ist leider leer. Oh nein. Sie ist generell sehr stressed out. Nein, der Dad ist doch noch hier. Mit dir dürfen wir aber nicht reden. Gehen Sie weg. Ja, okay, dann war das, was ich gelabert habe, halt ein bisschen unnötig. Dann können wir ja nochmal um Rat bitten. Sie hat schon wieder einen Ausbruch. Sie ist echt ein Profi. Dann kann sie sich vielleicht eine Acai-Bowl mal gönnen. Ich meine, vielleicht bietet Luna auch an, dass, wenn sie noch kein Haus oder so oder einen Unterschlupf hat, dass sie vielleicht dann auch ihr Kind hier lassen könnte. Aber als Baby geht das natürlich noch nicht, weil die ja immer noch fest in der Crib sind. Aber vielleicht ist es ja genau das. Aber sie lächelt zumindest gerade mal wieder. Ich verwerf diese Gemälde jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass jemand anders Gemälde dahinstellt, die
weniger Geld einbringen, so dass es nicht ganz so cheaty wirkt, wenn wir die dann verkaufen. Ups, ich habe aus Versehen einen Job angenommen. Ich wollte nur gucken, was sie gerade machen kann. Nein, ich will keinen Job. Das war ein Versehen. Upsala. Wir dürfen ja noch gar keinen Job haben. Erst wenn wir eine Hütte haben. Und das hier würde ich jetzt nicht als Hütte bezeichnen. Ich kann einfach nicht reden, Leute. Es ist einfach 20 Uhr und sie ist müde. Läuft bei ihr. Sie wacht immer auf wegen ihrem Ausbruch, Alter. Ah, the baby is born. Ja. Ich denke, das machen wir lieber im nächsten Part. Ich bin gerade nicht bereit dafür. Außerdem fehlt mir noch ein Name. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, überlege ich mir natürlich was Eigenes. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn ihr euch irgendwie in irgendeiner Form mit einbringen könnt. Deswegen bei Ideen bin ich sehr offen. Ich hoffe, euch hat diese chaotische Folge gefallen. Es macht mich immer ganz schön fertig hiermit. Amaya. Aber ich glaube, sie ist auch fertig. Also, vielleicht liegt es einfach an ihrem Leben. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!